Oh mein Gott, ich hab die Abschlusskette mit Tacos! So, herzlich willkommen Leute hier auf dem Benolti Clan Channel. Ich bin Jan Akasnex und heute seht ihr im Hintergrund ein Ghost Gameplay. Das Ganze wurde von Rapia gespielt. Link zu seinem Channel wird unten in der Videobeschreibung sein. Und zwar ist es eine Double Cam Strike. Die eine Cam Strike ging, glaube ich, 82 Sekunden lang und die andere 86. So, heute ist Part 2 der Geschichte von Benolti dran. Und ja, auf jeden Fall bin ich beim letzten Mal, beziehungsweise bei der letzten Folge, dastehen geblieben, wo wir dann den Namen sozusagen geändert hatten von THGX-Clan in Team Venority. Und wie das Ganze kam, weiß ich gar nicht mehr so richtig. Also, ich weiß, dass irgendjemand gesagt hat, der Name ist nicht so fresh. Ich glaube, das war sogar ich. Und ja, auf jeden Fall dachte ich mir dann einfach mal, ich mache eine kleine Clan-Besprechung, sodass dann jeder einverstanden ist mit dem neuen Namen. Und ich hatte selbst keine Idee, wie ich den nennen soll. Also hatten wir uns so ein paar Clan-Namen sozusagen einfach mal in die Runde geworfen. Und dann haben wir ein bisschen diskutiert und ein bisschen was verändert und am Ende sind wir halt auch irgendwie auf Venolti gekommen. So, mit Venolti kamen dann auch irgendwie viel mehr Abonnenten dazu. Ich meine, okay, man abonniert jetzt einen Clan nicht unbedingt nur wegen dem Namen halt, aber der Name müsste halt schon stimmen und ich finde Team Venolti klingt 10.000 mal geiler als THGX-Clan. Und ja, keine Ahnung, da kam dann auch irgendwie übelst der Hype. Also wir haben so 100 Abonnenten in einer Woche mal gemacht. Das war übelst sick. Das war einfach mal damals so überkrass. Ich glaube, es war von 100 auf 200 Abonnenten. Das war einfach mega krass. Also ich weiß gar nicht mehr, wie heftig wir das damals gehypt hatten. So, und dann kam halt noch die Zeit, wo viele neue Member gejoint sind. Damals kamen dann halt auch Drops dazu. Also ein Editor und ein guter Kollege und auch ein guter Spieler. Dann kam noch, wer kam dann noch dazu? Ace kam dazu. Der kam direkt, wo wir den Namen Venolti geändert haben. An dem Tag kam er sogar noch dazu. Ein auch recht alter Kollege von mir damals gewesen. Kam dann einfach dazu als Commentator und als Gameplayer-Spieler. Und ja, auf jeden Fall ist er immer noch im Clan, sogar als Manager. Und er hilft mir, wo er nur kann. Ja, Grüße gehen auch raus an dich, Brudi. Und ja, wir kennen uns auch schon über 2 Jahre oder so, denke ich mal. Das ist fast immer so, also beziehungsweise bei den meisten so, ich kenne die meisten Clan-Member schon so übelst lange, das gibt's gar nicht. Und ja, also dann kamen immer mehr neue Member dazu und auch neue Gameplayer-Spieler, neue Kommentatoren, neue Designer, dann kam Frame dazu, Sambo und ja, das war damals einfach eine überkrasse Zeit. Apollo kam dann noch dazu, Sonic kam wieder in den Clan, der war ja schon ganz früher dabei im Clan, hat mir damals auch schon übelst heftig geholfen und auch Commentaries gemacht. Ich weiß sogar noch ganz genau, wie sein erstes Commentary auf dem Clan-Channel war, was er dort für ein Gameplay hatte und was er sogar für ein Thema hatte. Und ja, das ist auf jeden Fall schon richtig, richtig krank, wie viele Leute man so in einem Clan kennenlernt. Und ich merke, ich bin schon längst über der Zeit. Also Jungs, ich verabschiede mich. Part 3 wird natürlich folgen. Ich habe heute mal so ein kurzes Commentary reingepackt. Und ja, Jungs, in dem Sinne, bewerten, kommt ihr nicht vergessen, haut da rein. Oh mein Gott, ich habe die Abschlusskette mit Tacos.